Ich wünsche allen viel Spaß, genießt den Tag, greift euch die Jungs nachher, sammelt Autogramme, macht Fotos. So begrüßte Geschäftsführer Jan Rathjen die Anhänger der Eisbären Bremerhaven am Sonntag im Eisbären Trainingscenter. Schließlich war es der Tag der Fans. Und bei den großen Jungs aus Bremerhaven beschränkt sich dieser Tag nicht nur auf Schaulaufen und Hüpfburg. Show, Musik, Tanz und die Spieler dort, wo sie sich am wohlsten fühlen. Genau zwischen ihren treuen Fans. Eine Mannschaft zum Anfassen eben. Eisbären-Fan bin ich, weil man so nah an der Mannschaft ist. Die Halle ist so knuffig. Das ist, sowas macht Spaß. Man ist einfach mehr Fan, mehr am Spieler. Fand ich, dass es so ein bisschen die sympathischste Mannschaft. Die kam gut rüber und hat Power gehabt und denke ich mal schon. Wir wechseln nicht nach Oldenburg, wir sind treu. Egal wie der Tabellenplatz aussieht. Geschäftsführer Rathjen weiß auch, was die Fans für die Mannschaft bedeuten. Man hat heute gesehen, dass die Fans richtig Stimmung gemacht haben. Alle hatten Lust auf das erste Treffen mit der Mannschaft. Wir haben ganz treue Anhänger, die lange zu uns stehen, die immer gerne wiederkommen, die richtig Stimmung machen, die einfach ihre Mannschaft lieben und es genießen, letztendlich auch die Nähe zu der Mannschaft zu haben. Und ich glaube, alle freuen sich, wenn es dann in gut 4 Wochen wieder losgeht. Obwohl die Fanbase so stabil ist, wissen die Eisbären, dass noch einiges zu tun ist. Schließlich will der Club nicht enttäuschen. Wir haben jetzt gerade 2, 2,5 Wochen trainiert, sehr hart trainiert. Es fehlt noch mindestens ein Leistungsträger. Aber man kann schon sehen, dass die Mannschaft viel Qualität besitzt, dass wir tolle Charaktere haben. Und jetzt gilt es halt zusammenzuwachsen, denn wir haben eine komplett neue Mannschaft. Das heißt, die Jungs müssen sich kennenlernen, sehr schnell und als Einheit zusammenwachsen. Und das werden wir von Tag zu Tag sehen, von Woche zu Woche. Und ich hoffe, wenn es dann losgeht, die Saison, dass wir bereit sind, um eine gute Saison zu spielen. In der kommenden Saison werden die Eisbären Bremerhaven auch 3 Spiele in der ÖVB-Arena in Bremen bestreiten. Dann hoffentlich wieder als starkes und bodenständiges Team, so wie ihre Fans sie lieben.